seinen Weg unserm Gott, der uns erlöst aus der Not. Er ist der König der Könige, er hat am Kreuz gesiegt durch seinen Tod. Sein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. War deinen Weg unserm Gott, mit ihm zu herrschen in Ewigkeit. Öffnet die Herzen und macht euch bereit. Dein Reich komme, o Herr, erhebe dich in deiner Macht. Dir sei Ehre und Ruhm und Majestät, deine Herrlichkeit ist hier. Deine Ich habe Ihnen heute aus der katholischen Kirche mal eine Krippenfigur mitgebracht, die wunderbar zu diesem Lied passt. Johannes den Täufer. Und diese Krippenfigur, die haben wir noch gar nicht lange. Und im ersten Entwurf, da war Johannes so mahnend mit dem Finger erhoben. Und wir haben gedacht, das passt im Grunde genommen gar nicht dazu, wie wir uns Gott und Gottes Kommen in die Welt vorstellen. Und haben dann einen zweiten Entwurf bekommen und da zeigte der Johannes, wie er es jetzt tut, eher nach vorne, auf einen Weg. Davon haben wir ja gerade auch gesungen, bahnt einen Weg unserem Gott. Das ist im Grunde genommen Kern des Advent und das stellt aber auch gleichzeitig Fragen auf. Wie geht denn das, Gott einen Weg bahnen und wozu eigentlich? Ich habe Ihnen heute zwei Lesungen mitgebracht, bei denen Sie vielleicht einfach mal ins Denken kommen können, wie Sie Gott einen Weg ins Leben bahnen können. Wir sind hier im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Wie soll es uns gelingen? Davon hören wir jetzt. Wir wollen beten. Guter Gott, es berühren sich Himmel und Erde, wenn wir Liebe erleben und leben. Diese Liebe verändert die Welt. Wir bahnen Weihnachten einen Weg, wenn wir dieser Liebe Raum geben. Hilf uns, als Gemeinschaft von Christen, diese deine Liebe zu feiern und in unseren Alltag mitzunehmen. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen.
Ich habe Ihnen zwei Lesungstexte mitgebracht, wie ich gerade schon sagte. Und in dem ersten, da erwartet uns eine flammende Rede aus dem Buch Baruch. Legt ab das Kleid der Trauer und legt den Schmuck der Herrlichkeit Gottes an. Da stellen sich vielleicht Fragen. Wo bin ich in meinem Leben traurig? Wo ersehne ich Glück? Wo ersehne ich Strahlen? Wenn ich die Rede des Propheten Baruch ernst und als Zusage annehme, wie könnte sich mein Leben verändern? Was wären erste Schritte? Hören wir die Lesung. Lesung aus dem Buch Baruch, Kapitel 5, Verse 1 bis 9. Leg ab, Jerusalem, das Kleid deiner Trauer und deines Elends und bekleide dich mit dem Schmuck der Herrlichkeit, die Gott dir für immer verleiht. Leg den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit an. Setz dir die Krone der Herrlichkeit des Ewigen aufs Haupt. Denn Gott will deinen Glanz dem ganzen Erdkreis unter dem Himmel zeigen. Gott gibt dir für immer den Namen Friede der Gerechtigkeit und Herrlichkeit der Gottesfurcht. Steh auf, Jerusalem, und steig auf die Höhe. Schau nach Osten und siehe deine Kinder. Vom Untergang der Sonne bis zum Aufgang hat das Wort des Heiligen sie gesammelt. Sie freuen sich, dass Gott an sie gedacht hat. Denn zu Fuß zogen sie fort von dir, weggetrieben von Feinden. Gott aber bringt sie heim zu dir, ehrenvoll getragen, wie in einer königlichen Sänfte. Denn Gott hat befohlen, senken sollen sich alle hohen Berge und die ewigen Hügel, und heben sollen sich die Täler zu ebenem Land, so dass Israel unter der Herrlichkeit Gottes sicher dahin ziehen kann. Wälder und duftende Bäume aller Art spenden Israel Schatten auf Gottes Geheiß. Denn Gott führt Israel heim in Freude, im Licht seiner Herrlichkeit. Erbarmen und Gerechtigkeit kommen von ihm. Wir hören, kündet allen in der Not. Ein Lied, das katholischerseits total gut bekannt ist und, wie ich eben von Annette hörte, evangelischerseits zumindest die Melodie. Aber der Text passt einfach gut. Kündet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott, herrlich werden wir ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Blind
zweite Lesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündete dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, wie im Buch der Reden des Propheten Jesaja geschrieben steht. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht gerade seine Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt und jeder Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Ein paar Impulsfragen zu den beiden biblischen Texten. Vielleicht können Sie eine davon mitnehmen in Ihren Alltag. Johannes ruft ja auf, bahnt Gott einen Weg. Und jeder Weg, der beginnt ja bekanntlich mit dem ersten Schritt. Und der ist bei jedem anders. Einige Impulse dazu. Legt ab das Kleid der Trauer und des Zweifels. Wo zweifle ich in meinem Leben? An mir oder an anderen? Vielleicht aufgrund persönlicher Erfahrungen oder aufgrund der aktuellen Situation auf der Welt. Gott will Vertrauen und Zutrauen schenken in dich und das Leben. Was sind erste Schritte dahin? Vielleicht sogar trotz allem. Die zweite Impulsfrage. Gott bringt sie heim. Gott will, dass wir in Fülle leben, dass wir glücklich sind. Aber wo fühle ich mich zu Hause? Wo bin ich angenommen? Wer ist mir dabei nah? Wertschätze ich meine Heimat? Kann ich sie annehmen und genießen? Schenke ich anderen Heimat? Der dritte Impuls. Das Wort Gottes erging an Johannes. Was hat Gott mir zu sagen? Was ist mein Weg? Wozu braucht er mich auf der Welt? Wo gelingt es mir, diesen Weg zu gehen? Der vierte und letzte Impuls. Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen. Dieser Satz, der ist auch einfach eine Zusage. Irgendwann wirst du heil werden. Trotz Sorgen, trotz Ängsten. Wer sieht, wie Gott ihn liebt, der wird heil. Wäre das eine Lebensperspektive für Sie? Wie kann ich diese Zusage spürbar werden lassen? Was ist mein Weg dahin? Stilles Gebet, Begegnung mit Gott in einem Gottesdienst, gelebte Nächstenliebe, alles zusammen. Beim Lied können Sie einfach über die Impulse nachsinnen und schauen, wo sie geborgen in dir, Gott, sind. Geborgen in dir, Gott, atme ich ein, schöpfe ich Hoffnung aus Brot und Wein.
Und damit das alles gelingt, stellen wir uns unter Gottes Segen, den ich Ihnen jetzt zusprechen möchte. Mögest du an diesem Tag mehr lachen, mehr leben, mehr lieben und die Welt wieder mit den Augen eines Kindes sehen können. Mögen deine größten Wünsche keine Wünsche bleiben. Mögest du den Ort tief in deinem Herzen entdecken, an dem Liebe, Frieden und Hoffnung wohnen. Mögest du heute Frieden in deiner Seele haben, Liebe in deinem Herzen und Freude in deiner Welt. Mögest du wunschlos glücklich sein, nicht weil du alles hast, sondern weil du nicht alles brauchst. Mögest du gesegnet sein mit Wärme in deinem Zuhause, Liebe in deinem Herzen, Frieden in deiner Seele und Freude in deinem Leben. Das schenke uns Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Wir gehen durch den Advent und sehen, die gute Zeit ist nah. Denn Weihnachten wird nicht nur am 24.12. gefeiert, sondern kann jeden Tag zu Ihnen kommen.